Hallo und willkommen zurück. In diesem Video geht es darum, eine Aussage zu begründen. Die Aussage ist folgende. Angenommen, wir haben eine quadratische Gleichung mit ganzzahligen Koeffizienten, also p und q sind ganze Zahlen, und eine Lösung ist ganzzahlig. Dann muss die andere Lösung auch ganzzahlig sein. Und für die Begründung werden wir dann den Satz von Vieta brauchen. Okay, also das ist jetzt die Aussage. Wir werden uns in dem Video mit dem ersten Punkt beschäftigen und im nächsten Video dann mit dem zweiten. Die Voraussetzung ist, wir haben eine quadratische Gleichung und p und q sind Elemente von z. Weißt du noch, was z ist? Genau, z ist die Menge der ganzen Zahlen. Weißt du noch, welche Zahlen ganze Zahlen sind? Gib Beispiele. Genau, ganze Zahlen sind Zahlen, die hinter dem Komma nichts mehr haben. Also 3,2 zum Beispiel ist keine ganze Zahl, aber 3 schon. Und wenn 3 eine ganze Zahl ist, ist minus 3 natürlich auch eine ganze Zahl. Das ist eben auch der Unterschied zwischen ganzen und natürlichen Zahlen. Natürliche Zahlen sind positive ganze Zahlen. Das heißt, 3 ist eine natürliche und ganze Zahl. Minus 3 ist keine natürliche Zahl, aber eine ganze Zahl. Genau. Und des Weiteren brauchen wir noch eben den Satz von Vieta. Bitte erinnere dich, wie dieser Satz von Vieta ging. Das war ja so etwas, x1, x2 sind genau dann Lösungen einer quadratischen Gleichung, wenn zwei Bedingungen gelten. Bitte erinnere dich nochmal ganz gut und schreibe auf, wie diese beiden Bedingungen hießen. Okay, die Auflösung. Ja, die zwei Bedingungen sind x1 plus x2 ist gleich minus p und x1 mal x2 ist q. Das eine ist die Addition und das andere ist die Multiplikation. Okay, also versuche folgende Aussage zu begründen. Wenn x1 eine ganze Zahl ist, dann muss auch x2 eine ganze Zahl sein. Der erste Tipp ist, wir werden vom Satz von Vieta genau diesen Teil benötigen. Schreiben wir das Ganze mal an. Wir wissen von x1, dass es eine ganze Zahl ist. Und was wissen wir über minus p? Naja, p ist eine ganze Zahl. Dann muss natürlich minus p auch eine ganze Zahl sein. Denn wenn du dir denkst, 5 ist eine ganze Zahl, dann muss natürlich minus 5 auch eine ganze Zahl sein. Auch umgekehrt geht das. Wenn minus 3 eine ganze Zahl ist, dann ist minus minus 3, also plus 3, auch eine ganze Zahl. Das heißt, wir haben eigentlich zwei ganze Zahlen und eine Zahl, von der wir noch nicht wissen, ob sie eine ganze Zahl ist. Naja, dann schauen wir uns die mal alleine an. Also wir subtrahieren das x1 auf die andere Seite, haben x2 ist gleich minus p minus x1. Naja, und jetzt haben wir hier stehen, dass x1 so berechnet wird, dass man von einer ganzen Zahl eine ganze Zahl abzieht. Naja, da kann eigentlich nur eine ganze Zahl rauskommen. Überlege dir das Ganze bitte noch einmal in deinem Kopf durch. Spiele ein paar Beispiele ab. Naja, zum Beispiel 5 minus 5. Ist natürlich eine ganze Zahl. Es geht nicht, dass da eine Kommazahl rauskommt. Das geht nur dann, wenn du entweder eine Kommazahl abziehst oder von einer Kommazahl abziehst oder beides tust. Aber wenn du von einer ganzen Zahl eine ganze Zahl abziehst, dann kommt da eigentlich nur eine ganze Zahl raus. Genau. Und als Abschluss, weil wir da hier relativ wenig gerechnet haben und vielmehr eben nachgedacht haben, möchte ich, dass du die erste Aussage eben nochmal mündlich mit deinen eigenen Worten deinem imaginären Freund oder deiner imaginären kleinen Schwester oder wem auch immer versuchst zu erklären. Und wenn du das gemacht hast, bist du schon am Ende dieses Videos angelangt. Hoffentlich bis gleich im nächsten Video.